Testspiel Nummer 6 in der Vorbereitung auf die neue Saison, diesmal nahm es der VfL mit einem europäischen Top-Club auf. In Gütersloh traf man am Mittwoch nämlich auf den FC Twente Enschede aus der niederländischen Ehrendivision. Die guten Ansätze, die man am Samstag gegen Bayer 04 Leverkusen gezeigt hatte, die wollte man nochmal bestätigen im Härtetest gegen die Niederländer, was auch gelang. Und zwar von Beginn an. Der VfL in Weiß von links nach rechts, das wachere Team, ball- und kombinationssicher und immer wieder gefährlich mit seinen weit aufgerückten Außenverteidiger. Fabian Holthaus in der 6. Minute auf Felix Bastians. Yusuke Tasaka verlängert mit dem Kopf und Daniel Engelbrecht ist zur Stelle und netzt ein. Das frühe 1:0 für den VfL. Ein Start nach Maß in die Partie gegen Hollands Tabellensechsten der abgeschlossenen Saison. Auch in der Defensive agierte die Mannschaft von Peter Neururer stark und ließ das ansonsten doch sehr spielstarke Mittelfeld des FC Twente so gut wie gar nicht zur Entfaltung kommen. Eine einzige wirklich zwingende Tormöglichkeit ergab sich für das Team aus dem Nachbarland und zwar in der 22. Minute. Glück für Michael Esser im Tor, dass Leroy Fair in der Mitte diesen Ball von Thijs Boma verpasst. Das war es dann aber auch schon mit den heiklen Szenen aus dem VfL-Strafraum. Stattdessen gehen wir in den gegenüber. Da war nämlich mehr los. Wir springen in die 42. Minute und sehen eine gute Szene aus der Offensivabteilung. Aydin, die Hacke von Tiffert, wieder Aydin, immer noch Aydin und Engelbrecht weit über das Tor. Abstoß, Twente, Szene vorbei. Denkste, der kurze, flache Abstoß. Engelbrecht macht Druck und erzwingt den kapitalen Bock da in der Defensive. Fehlpass, etwas überraschend auf unseren Kameramann. Aydin ist da, Nutznießer der ganzen Situation. Mit dem 2:0 für den VfL gleichzeitig der Halbzeitstand. Zum letzten Mal in dieser Vorbereitung gab es dann wieder den Komplettwechsel. Bis auf Michael Esser im Tor gab es 10 neue für Durchgang 2 und die machten da weiter, wo ihre Vorgänger aufgehört hatten. Unter anderem nämlich auch mit einem frühen Tor wieder 6 Minuten nach dem Anstoß. Ausgehend das Ganze vom laufstarken Pepe Chvilong. Der hat Tempo und der hat vor allem auch das Auge für den Mitspieler Smail Morabit. Dann weiter auf Carsten Rotenbach, wieder Chvilong in der Mitte, das 3:0. Kurz nach dem Wiederanpfiff und die Vorentscheidung in diesem Testspiel. Nichtsdestotrotz der VfL weiter in Spiellaune, gute Möglichkeiten, unter anderem für Morabit, später noch für Sukuta Pasu und auch nochmal für Joel Reinholz. Da wäre auch das 4. Tor durchaus drin gewesen. Es fiel allerdings nicht mehr. Stattdessen gab es einen ganz anderen Wermutstropfen für die Gäste aus den Niederlanden, die in der 70. Minute ihren Kapitän verloren. Dusan Tadic erlitt eine Knieverletzung im Zweikampf mit Florian Jungwirth. Wir hoffen natürlich, dass es nichts Ernstes ist. Der VfL gewinnt gegen Twente Enschede hochverdient mit 3:0 dank der Treffer von Engelbrecht, Aydin und Chvilong und macht nochmal ein bisschen Werbung für das nächste Spiel am kommenden Sonntag, denn dann kommt der englische Traditionsverein Aston Villa ins Revierpower-Stadion. Die Generalprobe sozusagen eine Woche vor dem Start in die neue Saison bei Union Berlin. Kommt ins Stadion, stimmt euch ein. Das Ganze geht los um 15:30 Uhr.